fight. So, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Zu... Bestrafung. Nummer 26. Ich muss mich erstmal... Nee, Quatsch. Ich habe keine Ahnung, welche Bestrafung, ehrlich gesagt. Das ist... irgendeine Bestrafung im Namen... warte mal. Ja, das ist... Ich brauchte ein bisschen Zeit. So. Bestrafung Nummer 22. Ich muss mich ein bisschen... Deine Mutter, Alter, muss ich. So, das ist die Bestrafung Nummer 22, meine Damen und Herren. Wir benutzen nur Messer. Das ist Wolfenstein in der Territorium, meine Freunde. Die Bestrafung lautet Versuche oder Gewinne. Gewinne. Ja, Waffen ist was für Anfänger, meine Damen und Herren. Waffen ist was für Anfänger. Waffen ist was für Anfänger, deswegen benutzen wir nur Messer, Alter. Messer benutzen richtige Pro-Gamer, Alter. Ich habe Ewigkeiten nicht gespielt und die Sache ist so. Die Sache ist so, ich muss mich also wirklich, wenn man sehr lange nicht gespielt hat, dann hat man meistens in einem Spiel die Sensitivity verloren. Ah, ihr Wichser, Alter, ich wichse eure Mütter weg, Alter. Und eure Geschwister und alles, was ich... Ich bin hier aggressiv, Alter. Und zwar richtig, Alter. Ja. Lümmel, die keine Waffen benutzen können, spielen nur mit der Panzerfaust. Cool, cool, cool. Apropos, alle Wichser, die eine Flagge hier haben, sind Spieler aus dem entsprechenden Land. Habt ihr das gesehen, Alter? Das war Meisterklasse, Alter. Da oben ist der Wichser bestimmt. Boah, das war übelst knapp, Alter. Die Leute in Wolfenstein-Territorie sind hier meistens stur. Guck mal, der stirbt schon das dritte Mal, Alter. Wichtig ist nicht aufgeben. Nicht. Also das war gerade Zufall, was der Hurensohn gerade auf mich geschossen hat. Hehehehe.
Die Hurensöhne sind sehr killstrebig. Killstrebig im Sinne von, die verfolgen dich bis ans Ende der Welt, Alter. Hauptsache die. Ah, ihr Wichse, Alter. So. Guck mal, der denkt. Der wär's, Alter. Okay, ich weiß alles, Alter. Ich sehe alles und weiß alles. In dem Spiel. Dürfte ich hier eine Waffe benutzen, werden hier alle in 5 Sekunden. In 5 Sekunden weg. Oh, geile Tür, Alter. Ich scheue nicht davor, hier Ausdrücke zu benutzen. Da ist irgendeine MG, Alter. Die wird gleich gemessert. Keine Sorge, meine Damen und Herren. Ah, okay. Der Wichser weiß. Hier sind alle Wichser, Alter. Alle müssen zerfickt und zerwichst werden, Alter. Das ist das Gesetz hier. Als Mann. Knapp, mein Freund, knapp. Das nächste Mal stecke ich dir das Messer in durch den Arsch, Alter. Weit bis an den Kopf, Alter. So bin ich in solchen Stern, Alter. So richtig assi, Alter. So, hier war eine MG, meine Freunde. Dieser Hurensohn hatte 17 HP, Alter. Das ist einmal ein Messer in seine verfickte Hurenfresse werfen, Alter. Boah, Junge, ich liebe es, Alter. So richtig schön. Guck mal, das ist ein Spion, Alter. Der denkt, der könnte hier die Leute austricksen, ne? Konnte denn das ihn nicht treffen, Alter? Die Hurensöhne, Alter. Okay, ihr seid keine Hurensöhne, aber die Hurensöhne meinte. Na, mein Sohn. Schön Messer in den Arsch geschoben, Alter. Oh, was war denn das? Ja, komm, Hurensohn, Alter. Komm. Hier sind alle Hurensöhne, Alter. Deswegen gewöhnt euch dran, dass ich hier so alle durchbeleidige.
Also ein bisschen jumpen kann ich noch. Enge Gänge sind gut für das Messer. Und das demonstrieren wir jetzt. Leider nur ein Kill. Oh. Das ist ein Bot. Das Problem ist halt, das Spiel ist ein bisschen ausgestorben und das Problem ist halt ausreichend. Ausreichend Leute dafür zu finden. Deswegen, wenn die Server nicht ganz voll sind. Oh, Jimbo! Du Wichser, Alter, ich hoffe. Gut, so weit wollen wir nicht gehen. So, weg mit dir, Jimbo, Alter. Ja, ihr werdet noch sehen, Alter. Die Bestrafung werde ich erfüllen, Alter. Hoffentlich. Messer, auch genannt Katana, blitzt durch die Wichser wie mit dem Messer durch das Butter. Zieht euch das rein. Ich gehe jetzt von hinten rein und gebe ihm direkt. Lol. Hä? Okay. Ich glaube, ich wohl nicht aufgepasst, Alter. Da ist der mir entwischt, Alter. Was sich die Leute wohl so denken, die mich nicht kennen, Alter, und hier so random-mäßig reinjoin. Boah, ich hoffe, okay, ich hoffe, ich habe nicht genädet, Alter. Denn die Sache ist ja so, wir dürfen, also das ist die Bestrafung Nummer 22 im Namen des. Projektes Gothic, Let's Play Gothic, Let's Play Gothic Definitive Edition. Ah, da hat wohl jemand aufgepasst. Da hat wohl gute Ohren. Ja, ich bin ein Psychopath hier. So, was ist das? Ah, den guten alten Ufan kann man nicht verarschen, Alter, mit solchen billigen Tricks. So, kann ich mal hier. Wir fangen Fische. Der Wichser, Alter! Okay. Okay, das war gut, das war gut. Ja, lol, ja, das war gut. Über solche Dinge freue ich mich tatsächlich. Das war gut. Das muss ich ihm lassen. Ui. Da weiß schon jemand, dass ich da bin. Gut, da bin ich auch ein bisschen zu oft da. Aber wir werden mal die Positionen wechseln. Was sagt ihr, mein Freund?
Oh, ja, ich bin in einen Flammenwerfer reingerannt, Alter. Alter, fick dich, Junge. Hier habe ich eine sehr große. In diesem Spiel habe ich eine verdammt große AP, Alter. Eine so große, dass ich nicht mal. Ich wollte fast schießen. Ihr Söhne, Alter. Ey, dieser Bastard kennt mich da ab, Alter, ne? Der will, weißt, der ist eigentlich im Team des Angreifers, Alter. Aber stattdessen campt er mich einfach ab, Alter. So ein Sohn, Alter. Liebe es zu warten hier in dem Spiel. Ja, den Wichser skippen wir mal. Habt ihr gesehen? Der Wichser aus dieser Stube hat mich von hinten verfolgt, Alter. Das bedeutet, der hat seine Position aufgegeben und ist hoffentlich jetzt tot, Alter. Der Hurensohn. Na, mein Sohn, möchtest du mir vielleicht deine Kleidung geben, Alter? Ich zieh dich mal kurz raus, ja, aus dir nichts ergeben. Du Stück Scheiße. So, hier ein Messer in den Arsch gerannt, Alter. Oh, dieser Stück Scheiße, Alter. Anscheinend lebt er da die ganze Zeit, Alter. So, haben wir hier wieder so ein Stück Scheiße. Ja, wir haben hier wieder so ein Stück Scheiße. Viel Spaß beim Dings sammeln. Beim Kills sammeln, Alter. Ich nehme am besten einen anderen Weg, Alter. Einen ruhigen Weg, Alter, wo wir schön. So, wir warten. Dominating. They have repaired the tank. Oh. Da habe ich gerade zur Waffe gegriffen, Alter. Aber glücklicherweise nicht getötet, Alter. So, unser Team kackt gerade richtig ab, Alter. Lutscht gerade einen richtig fetten, kollidierenden Schwanz, Alter. Darf ich ja nicht, Alter. Mm. Na, Kaolin, du Stück Scheiße. Alle sind hier Stück Scheiße, Alter. Ich muss irgendwie von hinten kommen und die alle wegrapen, Alter. Haben die mich entdeckt, Alter. Guck mal, der Wichser, dieser Medic, der da hinten ist, der campt da die ganze Zeit ab, Alter. Und wartet auf den Uran, Alter. Dieser Hurensohn, Alter. So, ihr Wichser, Alter, na? Habt ihr wohl damit nicht gerechnet, Alter? So, diese Waffe kriegst du nicht mehr.
Wollen wir vielleicht auch ein bisschen abcampen, Alter? Kommt ruhig her, mein Freund. Hier ist gut. Hier ist es gemütlich. Ah, scheiße. Probieren wir es wieder aus. Reinraschen und killen, Alter. Das ist mein Motto. Ja. Beruhig dich. Erwarte das Unerwartete. Zieh dich das rein, Alter. Vielleicht kommt jemand rein und hier weg. Ja, alles sicher. Alles sicher ist hier. Oh, was? Ups. Da ist wohl jemand ausgerutscht. Ups. Noch einer. Ups. Lol, da hat jemand sich in die Hose gekackt und ein Selfkill gemacht, Alter. Objective taken. Dynamite planted. Objective taken. Fuck. Ah. Gut. War ein schöner Spree mit dem Messer. Liegendes Messer, meine Freunde. Ins Gesicht, Alter. Tank. Ja, das ist ein schlechter Kampf. Ah ja, komm, Alter. Was ein Unglück. Ich würde wirklich sehr gerne ein paar Worte über das Spiel verlieren, aber... eine schöne Nähte hinwerfen. Na, was ist denn los, Alter? Ich spam da die ganze Zeit. Schönes Fleisch hier. Ah, der hat mich gesehen, ne? Ja, scheiß auf den. Na gut. Da konnte ich nichts machen, meine Freunde. So. Wir haben hier ungefähr... So. Oh, ich glaube, ich würde drauf gehen. Double kill.
das war so eng, Alter. Ich hätte dafür auf jeden Fall mehr rausholen können, Alter. Habt ihr gesehen, das war gerade ein römisches X, Alter. Steht für die Zahl 10. Dann wähle ich halt eben das hier aus. Können die Kills hier sammeln. Sehr schön. Hier passiert alles zu schnell für den Zuschauer, ich weiß. Selbst meine... schlechter Kampf. Bam. Ah, lol, die haben das hier gar nicht gesprengt. Ich habe hier kein Leben. Mach eine Selfcare. Beweg dich, du Stück Scheiße, Alter. Oh Gott. Jetzt habe ich eine Mortar gehört. Weg damit. Oh, ich habe mich auf verschiedene Gegner gleichzeitig konzentriert und so endet das Ganze. Falls ihr euch für meine Meinung, falls ihr euch gefragt habt, was gerade passiert ist. Gehen wir doch mal außen rum, Alter. In guten alten Zeiten. Oh lol, was ist denn hier? Oh. Double kill. Versucht da gerade jemand ein Dynamit zu legen. Schön. Bisschen aussehen. Ah, fucker. Double kill. Dynamite planted. Objective taken. Killing spree. They have reached the high wall. Er kommt runter. So, 10 Sekunden, meine Damen und Herren. Schaffen wir es noch? Ein Kill. Nee, aber einen Tod schaffen wir. Ja gut, checken wir mal ab, was hier... Irgendein Stück Scheiße hat hier 136 Kills erzielt.
Ich habe 107 Kills erzielt. Yeah, haha, Huron, too funny. Yeah! Playing with Knife. Different. Boah. Also, meine Damen und Herren, nimmt meine Beleidigungen den ganzen Spielern gegenüber nicht ernst. 90% von meinem Gequatsche oder meinem Gerede, was ich hier sage, ist Trash. Nennt man auch in der Gamer-Community Trash-Talk. Na? Die Männchen neigen dazu. Ah, es sind hier. Das ist eine neue Map. Und jedes Mal, wenn eine neue Map entsteht, müssen die Leute diese neue Map herunterladen. Das bedeutet, sie disconnecten, gehen also aus dem Spiel raus. Und deswegen haben wir gerade einen Server voll mit fast nur Bots. In dem vorigen Spiel waren allerdings also würde ich mal behaupten, so 50% Spieler, 50% Bots. Überall, wo ihr sozusagen vor dem Spielernamen eine Flagge seht, zum Beispiel hier Niederlande von Tamo oder TM Tony von Rumänien oder hier der Finnländer Ko die Keke, Alter, oder hier Uran aus Deutschland, das sind Spieler. Alles, was so bläulich erscheint, das sind Bots. Uran, you should. Uran, you should visit our servers more often. You really fun to play. Oh, thank you, my friends. Thank you. Thank you. Killing spree. Killing spree. Killing double kill. Triple kill. Okay. It looks like we have a very friendly people on the server. And now I'm gonna switch to back to German. I'm sorry. Also, was hatte ich gerade vor? Genau, 90% meines Geredes ist Trash. Deswegen nehmt es überhaupt nicht ernst, was ich hier so im Sinne. Sowas wie. So Worte wie Stück Scheiße oder Hurensohn oder was weiß ich was. Nehmt diese Worte überhaupt nicht ernst. Das ist einfach so eine emotionale. Wie nennt man das? Emotionaler Ausdruck, wenn etwas schiefgelaufen ist. Ne? Und ja, meistens, wie ich glaube so 80% geschätzt der gesamten Spieler in der Spielindustrie sind männlich. Wieso glaube ich das? Weil das einfach sozusagen die männliche Psychologie ist, sich mit anderen Männchen zu vergleichen, zu konkurrieren, ja, Wettkampf und solche Dinge. Das alles ist so eine Sache im Instinkte der männlichen Psychologie. Frauen konkurrieren eher seltener, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Was kann ich noch sagen? Also, leider habe ich die Bestrafung in den letzten Spielen nicht geschafft. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt hier gelabert? Das sind hier 35 Minuten fast vorbei. Check mir doch mal ganz kurz die Dings. Den Platz. Ich hätte an der Stelle ehrlich gesagt sogar Werbung machen können, aber das Ding ist halt, ich habe Wolfenstein in dem Territorium viel zu lange nicht gespielt. Also, nur so am Rande, ne? Wenn ich bereits an meinem ersten Tag mit dem Messer, möchte ich an der Stelle unterstreichen, 107 Kills geschafft habe, ja, dann könnt ihr euch gerne vorstellen, was passiert wäre.
wenn der Einsatz von Schusswaffen zustande gekommen wäre, dann würde ich behaupten, 80% der Spieler auf diesem Server würden höchstwahrscheinlich einfach herausgehen. Wieso? Weil es ihnen keinen Spaß zubereitet hätte, hier auf dem Server zu spielen. Wieso würde das ihnen keinen Spaß machen? Nun, weil 80% der Spieler höchstwahrscheinlich nur am Sterben wären. Und wenn man nur stirbt, stirbt und stirbt, dann vergeht einem sehr schnell die Lust, weiter zu spielen. Und deswegen nehmen 80... Deswegen... Ja, ihr seht schon, also... Vielleicht habe ich ja mit dem Messer hier gerade die Leute verjagt, aber... Ja, auf jeden Fall... Ich hatte schon auf jeden Fall solche Vorfälle, wo ich... ja, wo ich mit dem Einsatz von Schusswaffen den Leuten die Laune versaut habe und sie dann einfach aus dem Server rausgegangen sind. Damit ich nur gleichzeitig so eine Art, wisst ihr, fairershalber habe ich mit dem Messer gespielt, um sozusagen um die Chancen der Gegner auszugleichen, damit sie auch die gleichen Chancen haben zu töten wie ich. Ja? Man muss das ein bisschen ausgleichen. Der eine kann die Waffe benutzen, der andere das Messer. Okay, meine Damen und Herren. Leider ist die Bestrafung immer noch nicht erfüllt. Ich muss dann wohl heute Abend warten, weil meistens sind die Server abends voll mit Spielern. Und ja. Dann probiere ich es abends, weil jetzt sind nur Bots da. Bots zu klatschen ist komplett easy. Und was easy ist, ist langweilig und meiner Meinung nach zum Erfüllen der Bestrafung nicht gerecht. Na? Unsere ganzen Bestrafungen, also unsere ganzen Bestrafungen hier. Ah, das ist ja sozusagen die Bestrafung, ja genau. Also, nee, was wollte ich sagen? Unsere ganzen Bestrafungen aus unserem Bestrafungskatalog oder die meisten davon sind ja lass mich kurz das mal aussuchen. Okay. So, das ist hier die Folge 43, der Himalaya von Gothic. Das ist unser Bestrafungskatalog. So, das ist kein Multiplayer. Also im Prinzip alle Spiele, die ich zu spielen habe, sind Multiplayer-Spiele. Und das bedeutet, wenn ich jetzt auf einen Server gehe, wo nur Bots dran sind, dann ist das gegen die Regeln, weil ich ja gegen reale Spieler meine Bestrafungen erfüllen muss. Ja. StarCraft 2, ja, das ist auf jeden Fall Multiplayer. Bring's it up, okay. Counter-Strike, das ist auch Multiplayer. Multiplayer. Also alle Spiele, die hier im Bestrafungskatalog aufgelistet sind Multiplayer. So, meine Damen und Herren. Also, ich bedanke mich recht herzlichst für das Anschauen dieses Videos. Wie gesagt, nehmt die Worte die schlechten Worte nicht ernst, denn das ist nicht ernst gemeint, weil das einfach nur Trash-Talk ist. Also, bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wir sehen uns.